Wir haben es ja eigentlich schon schön. Guten Morgen. Da ist er. Das ist aber schön. Seht ihr mal, ganz locker, flockig geht es bei uns zu. Guten Morgen, der Herr. Grüß dich. Servus, da steht ja glatt auf. Wir kennen uns ja alle. Du bist auch schon im Bild. Da willst du den Zuschauern noch was sagen? Ja, sehr leer hier noch auf der Messe. Ihr müsst zusehen, dass ihr herkommt. Ja, ja, natürlich. Muss man aber auch zu der Messe, Entschuldigung, beitragen. Ist gerade losgegangen, der Tag. Also es wird schon noch. Aber die Anfahrt hierher war völlig problemlos. Da war nichts los auf der Straße. Läuft. Läuft, genau. Läuft und wir sind guter Dinge und zeigen jetzt ein cooles Auto. So, danke für deine Stellungnahme. Moin. Du bist gestern, guten Morgen, so geil aus dem Bild gemoved. Das, glaube ich, kriegst du kein zweites Mal hin. Ja, wenn ich jetzt, schon hin, aber es ist nicht, also nicht im Sitzen. Ne? Wenn ich jetzt so einer von der Fraktion YouTube-Videoschnüppler wäre, dann würde ich das an der Stelle nochmal zeigen, bin ich aber nicht. Ich mache da immer One-Takes. Schauen wir mal, was passiert. Ne? Ja, schauen wir mal, was passiert. So, vielleicht passiert. Liege ich mich auch einfach lang, keine Ahnung. Immer was bei den Busbastlern. Und ich sitze gerade hier mit dir und da sehe ich mein Lieblingsgetränk hier unten, Paulana Spezi, da bist du mir schon mal noch mehr sympathisch. Wird auch zu meinen Favorites, ja, definitiv. Ja? Also Spezi saved my life, lots of times. Aber das ist doch eine Tarnkiste, da hast du auch mal ein Bier dazwischen, oder? Gibt's nee, das ist tatsächlich alles original bestückt. Upsa. Ist auch nicht geplant und so. Naja, die Bier ist ja natürlich im Kühlschrank. was für ein Kühlschrank? Ah ja, sehe ich hier schon. Das ist ein Kompressor mit rechts-links-Öffnung. Ich mache hier mal auf, dann kannst du besser reinschauen. Jetzt stören wir natürlich deinen mega süßen, lieben Hund. Den müssen wir den Zuschauern zeigen. Die ist schon ein bisschen müde, weil ihr habt ordentlich gespielt. Genau. Ja. Bevor es losgeht, wird er nochmal richtig durch die Halle getobt. Und dann hat die meistens so 2-3 Stunden, wo sich dann im Van ein bisschen zurückziehen kann und dann ein bisschen vor sich hinpennt. Aber natürlich trotzdem alles spannend findet. Wie für uns alle ein Rückzugsort ist und auf der Messe, aber wirklich, guckt euch, allein wegen dem Hund müsst ihr auf die Messe kommen oder wo ihr die Busbastler seht, weil wenn Manu mit seinem Hund da ist, der ist, ich habe selten so einen Hund gesehen, vor allem mit dem Alter, der so süß ist. Ja. Wenn ihr bei Insta seid, Mila von Fluff ist ihr Account. Mila von Fluff, da guckt sie gleich. Mila. Bleib noch ganz ruhig drin. Ja. Du hast eine geile Karre. Danke. Ist echt so. Also ich kenne es ja von den Videos und von allen möglichen, aber ich glaube, den Zuschauern sollte man aber einen kurzen Einblick geben. Können wir es ja gerne machen, dafür bin ich ja da. Wir haben heute ja auch eine interaktive Roomtour mit dem Fahrzeug. Ja, stimmt. Dann gehen wir hier mit der Kamera durch, präsentieren das hier auf der großen Leinwand, auch auf der Bühne. Ist noch nicht ganz fertig, das muss ich vorneweg schon mal sagen. Also ein paar Sachen werdet ihr sehen, wo noch quasi Arbeit nötig ist. Aber ich würde sagen, so 85% haben wir mittlerweile erreicht. Ja. Wird er denn jemals irgendwie ganz fertig? Oder ist man als Busbastler nicht doch immer so, dass man sagt, komm, fällt mir ein, könnte man ja hier nochmal und könnte da nochmal. Das sowieso. Aber wenn jetzt, also ich würde sagen, dass alle Möbel mal drin sind, die geplant sind. Ne? Also Hängeschränke fehlen noch auf der Fahrerseite, mein Arbeitsmöbel fehlt noch. Wenn das drin ist, dann sind es wirklich, ich sag mal, Kleinigkeiten, wie noch Fenster im Heck oder meine Verkleidung hier. Das ist Krimskrams, ne? Darum kommt es dann nicht mehr drauf an. Ja, ja, eben. Aber ebenso noch die großen Möbel, die halt noch fehlen. Wenn das drin ist, dann sage ich, okay, ab jetzt ist nur noch rumgebastelt. Ich habe Jasmin gestern die Frage gestellt, Manu, bei der Roomtour mit seinem Auto, die übrigens schon läuft. Und ich hänge auch noch die Videos von Stuttgart dazu oben, wo wir ein lustiges Interview hatten miteinander. Es war ziemlich schräg, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist immer lustig mit euch. Würdest du es so wieder machen? Grundsätzlich. Klar, immer wieder verändern ist so, aber weißt du, ich kenne Architekten, die bauen Häuser und dann ziehen sie ein und sagen, naja, vielleicht doch nicht ganz getroffen. Nö, also ich bin im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Klar, ein paar Sachen könnte man anders noch optimiert machen, ein bisschen platzsparender, ein bisschen effektiver oder so, aber alles sonst in allem funktioniert es unfassbar gut. Ne? Also auch die technische Ausstattung funktioniert einwandfrei, die Raumaufteilung fühlt sich richtig gut an, also ich fühle mich wirklich wohl da drin. Also ich glaube, nach aktuellem Stand mache ich wieder so. Ach, das ist ja mal praktisch. Wir hocken so ganz gemütlich rum und wieder mal voll authentisch unterwegs. Hier habt ihr die Kanäle, hier könnt ihr drauf gehen. Und dann erfahrt ihr alles über Manu. Man ist gleich Manuel Lemke. Genau. Du bist überall der Manu. Ja, also ist so, ist auch so. Richtig. Du hast eine Basis gewählt. Hier bist du eigentlich auch. Na gut, wir haben noch einen Mercedes neben dir stehen vom Kollegen. Ja, also meiner ist ein MAN TGE. Oh, shit. Ja, also quasi Crafter. Oh Gott. Du bist Tobi, oder? Komm, lass mal gucken hier im Ganzen. Was ist das denn für ein Peugeot? Ich brauche eine totale. Oft, ne? Also wegen dem Möbel vorne. Das ist ein Hyundai. Ja, ja, Peugeot. Lass dich nicht stören von der Reportage. Nee, gar nicht. Um Gottes Willen. Auch voll foliert. Ja. Natürlich,
klar, AT-Reifen. Ja, schlecht Wiesenfahrwerk, ne? Also ein bisschen höher gelegt, Cycle-Fahrwerk drunter, AT-Reifen. Also wir machen ja auch Offroad-Workshops und ich habe das Ding auch schon durch einen Offroad-Workshop gequält. Macht schon einen Unterschied. War der neu, wie du den ausgebaut hast, oder hast du einen gebrauchten gekauft? Der war neu. Mein alter T5 wurde mir von einem rückwärts rollenden 7,5 Tonnen Wohnmobil so ein bisschen eingedellt. Autsch. Und da habe ich dann die Versicherungssumme genutzt, um quasi die Anzahlung für den zu nehmen. Weil ich mittlerweile halt einfach viel auf Messen unterwegs bin. Ne? Und dann ist halt einfach die Hosen im Stehen anzuziehen, ist halt einfach angenehm. Ich denke mir immer gerade, weißt du, du bist jetzt auf so vielen Kanälen gelaufen. Ja. Da bin ich ja eher hier so der kleine Camper-Tobi. Ständig läufst du irgendwie im Fernsehen rum und so. Du bist ja, ich will nachher ein Selfie mit dir machen. Komm, Manu. Ja, was? Achso. So, habe ich das auch? Standbild raus. So, vielen Dank, habe ich das auch. Alles gut. Die Lampe auch wieder legendär. Ich muss immer draufhalten, weil alle lieben diese Lampe. Genau, vom Sven, die ist einfach richtig schön. Ja. Und jetzt kommt natürlich immer der Hammer, weil das, was wirklich mega beeindruckt, gut, es ist ein MAN, es ist ein Allrad, der hat die große Maschine, oder? Ja, die Größe, die es halt gibt, 180 PS. Die 180er, genau. Mehr gibt's ja leider nicht mehr. Jetzt sieht man schon diese Decke und jeder guckt bei dir zuerst mal, glaube ich, auf die Decke. Ja, wahrscheinlich, weil man also halt nicht bei dir, bei deinem Fahrzeug hochgucken muss, wenn man davor steht. Aber diese Echtholzdecke ist wirklich 200 bis 300 Jahre altes Holz aus einem Abbruchschuppen. Das wurde in einem Holzhandel nochmal thermisch behandelt, einfach dass quasi keine Schädlinge oder sowas mehr drin sind. Und dann ging es darum, das möglichst dünn zu hobeln und auf Länge zu schneiden und anzupassen. Dann hatte ich den Splin noch irgendwie diesen Fischgrätmuster, was dem Fahrzeug natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik auch, und ein Raumgefühl auch gibt. Ja, ja, von hinten nochmal, wir werden ja hinten nochmal reingucken, weil du hast ja auch so ein kleines Shuttle hinten drin, da sind wir ja auch Brüder im Geiste oder Brüder am Styrion. Spielgefährden. Kommen wir noch drauf. Ja. Wie dick sind denn die, weil du sagst dünn geschnitten, ein Zentimeter oder? 9 mm. 9 mm. Also ich habe halt quasi die Bretter so lange durch den Hobel gejagt, bis das erste nur noch als Späne rauskam. Ja. Und dann habe ich von den anderen aufgehört und das sind jetzt 9 mm geworden. Ja. Und drunter Amaflex oder Sprühkork? Ja, ich habe Thermo-Iso-Zelt drunter. Mhm. Das ist eine Firma bei uns in der Nähe. Gute Alternative, habe ich ja oft gehört. Und ist ein bisschen eine andere Verarbeitung und war mir halt auch wichtig, dass ich quasi auch hier für die Busbastler Erfahrungen mit anderen Materialien sammeln. Aber schlussendlich, also die Marktführer sind alle. Ja. Es ist eine Frage, wie möchte ich das verarbeiten? Ja, klar. Was ist mein Geschmack? Ja. Es gibt nicht richtig und nicht falsch. Also falsch gibt es schon, aber man kann nicht sagen, das ist das einzig Wahre, ne? Sondern es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Du hast auch eine ungewöhnliche Aufteilung. Gut, da hast du jetzt natürlich Induktion mit jede Menge Strom am Dach. Solar hast du gut drauf, da hast du Lithium drin, schätze ich mal. Das, was ja heutzutage schon mehr oder weniger üblich wird bei den Autarkisten. Sozusagen großes Setup mit 900 Watt Peak auf dem Dach als Solar. Okay. Also das komplette Dach ist voll. Ja. Ich habe 480 Amperestunden Lithiumbatterien drin und bin mit diesem Setup, wenn keine Sonne scheint und wir nicht fahren, 3 bis 4 Tage autark. Wenn die Sonne scheint oder wir unterwegs sind, sollen wir einen Stromanschluss haben. Du lebst ja auch, wie viel Prozent kann man das sagen, im Jahr für die Zuschauer im Fahrzeug? 30, 40. Ja. Also schon ein bisschen mehr als der Durchschnittscamper. Ich habe ja 100%. Ja, den Schritt habe ich noch nicht gemacht. Muss passen. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich das Gefühl, eine Base zu haben, wo ich meinen Scheiß in die Ecke schmeißen kann. Yeah. Mag ich auch immer noch sehr gerne. Ja. Nichtsdestotrotz ist das alles so ausgebaut, dass ich jederzeit auf unbestimmte Zeit darin unterwegs sein kann. Steht immer betriebsbereit, abfahrbereit vor der Tür. Genau. Wenn ich heimkomme, Pferd ist gesattelt. Wird geputzt, aufgetankt, alles entleert und dann, wenn ich Bock habe, okay, jetzt will ich los, dann nehme ich den Schlüssel und fahre los. Du hast das auch konsequent durchgezogen? Ja, sicher. Dann auch aufklappbar, damit man, wenn man am Waschbecken steht, sich quasi auch sehen kann. Das ist nicht der Alibert, das ist der Manu-Bert. Ja, genau. Entschuldigung. Ein kleiner Flacher muss bei mir immer sein. Und ansonsten halt immer, ne, also echtes Altholz in Kombination mit sehr technisch und cleanen Oberflächen, um es einfach aufzulockern, damit es auch nicht zu dunkel wird. Hier auf der Seite fehlen quasi die Oberschränke noch auf der kompletten Länge. Auch dann wird sich natürlich noch so ein bisschen was in Sachen Helligkeit hier drin tun, auch wenn dann quasi auch hier noch die indirekte Beleuchtung da sein wird. Das ist sofort super kuschelig vom Raumgefühl. Das ist schön. Ich,
Das hat ein bisschen was von einer Hütte. Ne? Du hast ja aufgrund der Peak Power am Dach auch so auf die ganzen üblichen Dachfenster verzichtet. Ja, ich hasse Dachfenster. Ich bin auch Camper, ich mache die kaum auf. Ich hab, also zum einen habe ich das Gefühl, dass, dass Dachfenster immer irgendwann undicht werden. Und zum anderen gehöre ich auch nicht zu der Fraktion, die es romantisch finden, wenn der Regen aufs Dach prasselt. Echt? Das mag ich schon. Hasse wirklich? Das. Ja, das kann ich nicht schlafen. Ist so cool. Deswegen bin ich mit einem geschlossenen Dachträger über meinem Dach sehr, sehr glücklich. Der nimmt nochmal was der weg. Der nimmt sehr, sehr viel weg. Das heißt, der Regen, der so auf der Seite ein bisschen anstrandet, ist jetzt witzig, oder? Für die Gemütlichkeit. Mehr brauche ich nicht. Dann hast du die Dinette als Seitendinette gewählt. Ist ungewöhnlich. Manche haben es ja hier dazwischen dann und davor noch mal eine Dusche. Du hast gar keine Dusche. Noch nicht, aber sie wird da, wo ich jetzt bin, wird sie sein. Also ich habe quasi hier unter diesem Schaffell sieht man quasi schon die Klappe, wo die Duschkasse dann drin ist. Mhm. Na, und hier oben kommt dann quasi auch noch ein Ausschnitt in die Decke rein. Das heißt, ich kann unten die Klappe aufmachen. Machst du einfach die zack, zack. Aufmachen, ziehe dann den Duschvorhang hoch. Und kann hier, wenn ich natürlich hier in der Duschtrasse stehe, habe ich genügend Höhe, um hier dann drin zu duschen. Toilette ist hier unter dem Sitz versteckt. Du bist auch nicht der Kleinste, muss man dazu sagen, damit 1,90. Die Leute eine Vorstellung kriegen hier, weil du hast jetzt hier Stehhöhe, du hast einen thermisch-technischen Doppelboden, nee, du hast die ganze Technik drin und dann schön die Dieselheizung laufen. Oder? Genau, also da läuft dann quasi auch direkt an der Duschtrasse die Warmluftverrohrung dran vorbei, dass dann auch das alles schön aufgewärmt hat. Genau. Hier Toilette in dem, im Sitz versteckt, dass der auch quasi aus dem Weg ist. Und ich wollte halt einfach keine feste Nasszelle hier drin haben, um dieses Raumgefühl nicht zu verlieren. Mhm. Das war mir einfach wichtig, dass ich das hier möglichst viel Raum habe und nicht irgendwo mich drum rumdrücken muss. Und, ja. Das der Stil, das erinnert mich ein bisschen an so ein schönes Chalet. Ja, genau. Ja, bin ich auch sehr großer so Fan von, deswegen wurde das aus. Bisschen Berghütte, aber charmant und ein bisschen nobler, ich weiß nicht, nobler ist das falsche Wort, sorry, aber ein bisschen mit einem Statement, einfach. Was extravagant. Ja. Danke, nobler. Ja. Dumpf. Was frag ist denn das für eine Bespannung? Ja genau, frag doch den, der sich auskennt. Das ist ein Kunstleder, ist auch von Gisatex, die machen sehr, sehr viel für den Yachtbau. Mhm. Und die hatten da noch so ein Reststück, mit dem sie nichts mehr anfangen konnten, 15 Meter. Super, ist genau gepasst, oder? Ja, da machst du mit einer Yacht halt nichts mehr, aber für mich haben 7 Meter gereicht und von dem her bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Was ich auch oft gefragt werde, ist, wie putzt du denn das? Mhm. Natürlich nicht mit dem Lappen. Mit dem Hobel? Nö, mit der Messingbürste tatsächlich. Ja. Ja, warum nicht? Klar, so easy. Das ist halt einfach so ein bisschen die. Ja. Würde ich jetzt nicht machen, hätte ich kleine Kinder an Bord, aber haben wir nicht. Danke für den kurzen Einblick in dein Reich. Sehr gerne. Wir gehen jetzt nochmal an die Hecktüren, da ist schon wieder richtig was los. Wir wollen dich ja nicht so lange aufhalten. Die Leute haben viele Fragen, du bist den ganzen Tag hier oder ihr seid immer gut beschäftigt. Dafür aber wir drängeln uns da einfach mal dazwischen. Sie lassen sich alle nicht stören von der laufenden Kamera. Unbedingt. Kein Problem, bleiben Sie nur. Wir wollen jemanden verjagen, um Gottes Willen. Ja. Sie sind in dem Bild, Sie dürfen auch noch gern winken. Super, so machen wir das. Vor 4 Jahren, als ich mit der Kamera hier rumlief, sind alle geflüchtet. Und jetzt mittlerweile weiß man hier, hallo. Das ist ein ganz netter. Ja. Ach doch, boah, du bist das. Vor allen Dingen, wir gucken das ja auch nach. Ihr guckt das auch noch? Um Gottes Willen, ihr seid das. Sehr schön. Also, wir wollten euch nicht verjagen. Gell? Nee, vielen Dank. Super. Schönen Tag. Danke euch auch. Tschüss. Genau, also siehst du mal, ich habe die Zuschauer gefunden, die das immer gucken. Ja, sehr gut. Ja, ich bin wieder ganz durch. Längsbett, wie lang bist du da? 2 Meter? Ich habe es auf 1,90 gebaut, weil ich eben so eigentlich so ein Seitenschläfer bin. Und deswegen brauche ich eigentlich gar nicht so großartig die volle Länge. Und wenn ich mich mal ausstrecken möchte, kann ich ja sowieso dann quasi die Füße unten rausstehen lassen. Tobi ist ein bisschen abgelenkt. Ja, der Sven, der wollte wieder ins Bild, oder? Du willst doch immer einmal kurz ins Bild. Guck mal, hier. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nur gesehen, auf seinem Handy, wenn ich jetzt spreche, wird gleich der Text eingeblendet. Kennst du noch nicht, gell? Nein, das ist ja mega bin, geil. Ich finde, das ist wirklich cool. Also ich muss euch das irgendwann mal zeigen. Jetzt steht da so, jetzt, tschüss, du hattest deinen Auftritt. Ich bin wirklich cool, ich muss euch das zeigen. Hau ab jetzt, hau ab. Hau jetzt ab. Geh jetzt weg. So sind sie. Ja, wir sind ganz bei dir. Ja, Heckgarage, ne? Hauptsächlich viel Platz. Wir sehen. Hinten auf der linken Seite das Elektro-Setup, ne? Große Wechselrichter, große Solarladeregler, 3 große Batterien. Da geht was. Ja. Dann hier vorne in dieser schwarzen Kiste sind die Standheizungen. Mhm. Da hast du verbaut? 2x2 kW von Autotherm. Ja, okay. Sieht man. Einmal hier so. Ja, echt voll. Plus auf der rechten Seite noch unseren Frischluftumschalter. Mhm. Ja, der ist quasi durch den Fahrzeugboden gesteckt. Kannst du oder geklebt. Dann.
Und du kannst dann quasi im Sommer, wenn du im Lüftungsmodus diese Heizungen laufen lässt, kannst du einfach auf Frischluft schalten. Dadurch saugst du dir die kältere Luft von unten an und verteilst die quasi. Eigentlich die Wärmepumpe im Grunde, also so eine. Genau. Und also jetzt vor allem mit Hund ist das natürlich eine super Sache. Ja. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Schön. Drauf. Dann ist der Tank noch drin. Genau. Haben wir um die 100 Liter Druckwasserpumpe. Ja, nichts Außergewöhnliches. Nein, aber der Ausbau, ich meine. Guten Tag, hallihallo. Ey, das ist aber schön, heute wird man mal erkannt. Da freue ich mich aber gleich rot hier. Ach, darf ich Sie kurz filmen? Einmal winken. Hallo. Super, jetzt haben wir es authentisch. Danke euch fürs Zuschauen. Sehr schön. Das kommt dann auch morgen. Ich bin immer auf. Das ist schön. Im Namen von uns allen, vielen Dank. Super. Jetzt natürlich, warum ich jetzt auch noch mit dir hier stehe, man hat es ja schon gesehen, so links im Bild. Ich bin ja hier absoluter Fan und bin ein bisschen Markenbotschafter davon, weil ich mich echt identifiziere. Ich habe ein Leihgerät, sage ich ja immer dazu, ich bin da nicht bestochen, ich darf das Ding fahren und zeige es überall gern her. Ansonsten habe ich hier kein Geld von Sirion bekommen oder ähnliches. Ist mir wichtig, aber ich liebe dieses Ding. Ja, also ich hatte auch ein Leihgerät mal für ein halbes Jahr. Und habe da leider Blut geleckt, sage ich mal. Gell? Habe danach auch diverse andere Sachen noch getestet, aber jetzt habe ich mir ging's auch ich so. Habe einen Gebrauchten jetzt gekauft, ne? Aber direkt von den Jungs. Roller hin oder her, alles probiert. Klar, er kostet ein paar Euro, aber die Qualität ist wirklich geil. So viel als Sidekick, weil ich mich freue, dass wir Steering Bros sind. Ja, aber du hast ja den neuen, ne? Den C30, glaube ich, jetzt dann. Ja, ein 30er, glaube ich. Das ist noch der 25er, aber ich meine. Schenkt sich nicht viel. Ich habe meine ersten Touren gemacht und der steht jetzt auch hier vor der Halle, also als Shuttle zwischen Stellplatz und so weiter. Und das Lustige war, vorhin ruft mich einer an, wo ich gleich einen Termin habe nachher. Und er sagt, er steht gerade an meinem Steering, hat ihn dann berührt und ich habe mir so für 20 Euro bei Amazon eine Alarmanlage drauf gemacht mit piep, piep, 110 Dezibel, den hörst du bis in die Halle, wenn es kracht. Ja. Aber die Leute wollen immer anfassen. Wenn ihr Probe fahren wollt, egal wo ich bin, dann meldet euch. Würde ich annehmen, das Angebot. Macht Spaß. Ja, es macht echt Spaß und ich bin nicht in dem Verkaufsdruck. Ich muss das Ding ja verkaufen, aber ich bewerbe es gern. Ja. Die Jungs sind gut drauf. So viel zum Stereo. Genau. Ansonsten kannst du mal hier noch um die Ecke schauen. Du bringst mir noch mal um die Ecke? Ja. Ich wusste es. Hier haben wir noch da Offroad-mäßig Ersatzrad, Halter. Der ist jetzt 6,80 lang, ne? Der ist 6,80 lang, genau. Und was, so ein kleines Täschchen, ne? Habe ich vor allem für die Hundebeutel. Damit ihr die nicht mitnehmen müsst. Leute, nehmt euch ein Beispiel, so cool kann man. Aber dieses kleine Rucksäckchen, ne, das war völlig klar, dass da dieser Sticker hier drauf ist. Bitte nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. Das ist, ich will nicht sagen, das ist typisch du, aber ihr seid halt einfach wirklich, wirklich geil unterwegs. Genau. So die Kleinigkeiten. Ansonsten halt eben Leiter noch aufs Dach hoch. Sitzt du da gern mal oben auch, wenn irgendwo die Chance besteht? Ja, also ich habe dadurch, dass das oben eigentlich alles voll ist mit Solar, jetzt nicht die Riesendachterrasse. Aber ich habe diesen 30 cm Wartungssteg, da drauf sitzen, Beine baumeln lassen, ist schon mal ganz cool. Man kann sich auch hinlegen, aber man darf sich nicht bewegen, weil auf der einen Seite macht es knack, auf der anderen Seite macht es platt. Das ist uncool, aber es geht schon, es ist cool, da mal hochzugehen und vor allem halt eben mit dieser Leiter schnell die Solarpanels wieder freiräumen zu können. Das ist halt der absolute Mehrwert. Es träumen halt viele von der Dachterrasse. Ja. Aber man muss das natürlich immer zweischneidig sehen, oder? Ich sag mal so, auf irgendwelchen Treffen oder sowas. Mega. So im normalen Alltag nie benutzt. Du wirst ja das Fahrzeug jetzt nicht mit 3,5 Tonnen fahren, oder? Nee. Da kommst du mit dem Allrad und dem ganzen Schickimicki natürlich nicht mehr hin. Nee. Du bist zu klein. Soll ich dich umbringen? Das wär's noch, du. Du hättest zwar eine Leiter, aber... Nee, komm! Ich hab 100 Kilo auf! Entschuldigung. Hallo. Selbst mit Tobi Schiss gebrochen. Du bist beklemmt. Du dir? Nein. Boah, der hat mich jetzt echt hochgehoben. Schade, dass das keiner gefilmt hat. Dann wären wir jetzt... Hier sieht man auch was. Geht's dir gut? Alles gut. Du hast es unterschätzt. Du hast gedacht, ich bin so ein... Ich habe schwere Knochen, sagt man da immer. Ja. Was medizinisch nicht stimmt. Das ist es gibt keine schweren Knochen. Aber weißt du, was ich dir sag? Das passt jetzt gerade zum Thema mit großen Fahrzeugen. Eine Studie hat jetzt nach 50 Jahren endgültig belegt, dass Sportwagenfahrer ein Problem mit ihren Genitalien haben. Ich habe es gestern in der Spiegelmeldung gelesen. Okay. Studien haben das belegt, gilt nicht für Campingfahrzeugfahrer, es gilt nur für Sportwagenfahrer. So viel dazu.
eine Eilmeldung, ganz frisch, direkt kugelt das Thema mal bei Spiegel. Ich habe mich weggelacht gestern Abend. Also wo man früher mal gesagt hat, wer ein Porsche fährt, ja, hatten, muss was kompensieren. Ja. Muss was kompensieren, es ist bewiesen. Spannend. Also, gilt nicht für Crafterfahrer oder ähnliche. Gewicht haben wir noch schneller, also ja, bei dem Thema. Ich bin fertig, der 4,1 Tonnen zugelassen, heißt also großer Führerschein. Meine Freundin darf nicht mehr fahren, also zumindest nicht bis zum Führerschein gemacht hat. Aber es wird sich da was ändern. Hoffen wir mal sehr. Ja, ist so gut wie durch. Ja, ja, die Meldung können wir schon durchgeben. Es ist jetzt gerade im Januar eigentlich beschlossen worden. Wir warten nur auf die offizielle Verkündung. 4,25 Tonnen werden es werden. Allerdings 3,5 Tonnen. Drüber gelten wieder die Regeln 80 Bundesstraße, 100 jährlicher TÜV, aber trotzdem wird das definitiv so sein. Das ist einfach wichtig, ne? Weil im Prinzip ist das Ding ja quasi ohne technische Änderung aufgelastet worden. Das bedeutet, ich mache einen Aufkleber in das Auto und ab dem Moment darf Carmen nicht mehr fahren. Ja. Das ist eigentlich Quatsch. So gesehen finde ich das ganz gut. Nichtsdestotrotz bin ich auch schon der Meinung, dass wenn man mit großen Fahrzeugen unterwegs ist, es schon sinnvoll ist, auch das zu lernen, weil es fährt sich einfach anders wie ein Pkw. Ja, gut, da hat man uns jetzt keinen Gefallen getan, dass jetzt alle einfach mal so fahren, sondern die Lobby hat sich da wieder was gedacht mit E-Fahrzeugen in Zukunft, dass wir natürlich mehr Kilos für die Batterien brauchen. Am Ende wird sich nicht recht viel ändern, außer dass die Branche einen riesen Umsatz machen wird mit Hintergrundluftfedern, weil 80% der Camper ja sowieso dauernd an der Beladungsgrenze fahren und die werden jetzt alle mal nachrüsten. Ja. Also ob es der Branche nicht gut genug gegangen ist die letzten 11 Jahre, oder? Aber Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage, das regelt es immer. Danke für den kurzen Einblick, danke an die Redaktion von Spiegel für die sensationellen Meldungen, die ich gestern am Klo gelesen habe. Und danke fürs Ruhe. Und überhaupt danke und schönen Tag und kommt nach Hannover. Und kommt vorbei. Manu, mach's gut. Die Busbastler, du auch mit federführend bei dem Verein dabei. Also, tschüss, haut rein, ciao. Macht's gut, danke.